Ja, ich möchte heute gar nicht weiter noch irgendwie groß andere Themen ansprechen. Ich denke, das war rund. Und ja, wie Marc das eben gesagt hat, dass so Sachen sich fügen, das war heute auch wieder so. Ich habe es, glaube ich, am Anfang gesagt, es waren gar nicht so viele Redebeiträge angesagt und ich wusste nicht, dass Marc heute kommt. Auf einmal steht Marc hier und füllt den Abend mit Live-Berichten aus der Ukraine. Und ja, das ist halt Fügung. Wir müssen auch an uns glauben und wir müssen auch den Raum lassen, dass Sachen passieren können. Aber nicht blindlings, kein positives Denken auf Teufel komm raus, sondern wir müssen natürlich auch aktiv etwas tun. Und wie Marc auch eben gesagt hat, wie können wir Leute erreichen? Wir müssen Leute ansprechen. Und das Tolle eben halt auch an unserer Bewegung ist die Videodokumentation. Ich kenne keine andere Bewegung, keine andere Friedensbewegung, keine andere Bewegung gegen, weiß ich nicht, Atomkraft oder sonst irgendwas, die fast jede Rede dokumentiert, online stellt, sodass also nicht nur die Leute partizipieren davon oder sich informieren können, die hier stehen, sondern dass das weltweit halt abrufbar ist. Dass jeder zu jeder Zeit reingucken kann, nochmal reingucken kann. Und ich denke auch mal gerade, dass die Aufzeichnung jetzt hier von Marc, das wird also auch ja, eine riesige Verbreitung finden. Dafür werden wir dann auch sorgen. Du wolltest noch was sagen? Rede von Marc. Also tut uns bitte allen Gefallen und teilt es. Ja? Teilt es bitte. Danke. Jawohl. Ja, wie gesagt, ich möchte den Abend heute nicht mit irgendwelchen anderen Themen jetzt aufweichen, sondern wir machen ja immer eine Schweigeminute. Jasmin ist immer die gute Fee, die uns da durchführt oder dort begleitet. Und deswegen möchte ich das Mikro jetzt für die Schweigeminute an Jasmin geben. Ja, ihr Lieben, das war ja jetzt live. Eine ganze Menge. Danke nochmal an Marc, dass er hier zu uns gekommen ist, dass er heile wieder zu uns gekommen ist, dass er uns teilhaben lässt an dieser Wichtigkeit auch, dass sie nach draußen zu tragen ist, damit die Menschen um uns herum wach werden können und auch erfahren, was wirklich hinter unserem Rücken so alles läuft. Und gerade deshalb ist, denke ich, heute unsere Schweigeminute besonders wichtig, sich mit den Menschen zu verbinden, die jetzt friedvolle Gefühle und friedvolle Gedanken haben und sich einfach vorzustellen, dass es eben auch anders geht und vielleicht auch einfach dankbar zu sein, dass wir hier leben können im Frieden. Ich hoffe für uns alle, dass das so bleibt. Ich hoffe, dass wir alle gesund bleiben. Und so möchte ich euch bitten, euer friedvolles Bild zu zeichnen, wie es für euch aussieht, es zu handwerken, es zu basteln, wie auch immer, und da einfach eine Minute drüber nachzudenken und nachzufühlen. Seid herzlich eingeladen. So wünsche ich den Menschen in Donetsk und Lugansk ganz viel Kraft, ganz viel Liebe, ganz viel Licht und dass dieses furchtbare Elend endlich baldmöglichst ein Ende hat. Und ich appelliere von hier aus
hier heute Abend in Braunschweig, an alle die, die Entscheidungsträger sind, hört endlich mit diesem Scheiß auf. Danke. Ich wünsche uns eine gesunde und friedvolle Woche. Bis nächste Woche Montag. Tschüss, ihr Lieben. Danke, Jasmin. Ja, denkt bitte dran an den 3. Oktober, Hannover, HCC. Ihr seid alle herzlich eingeladen, mit dabei zu sein. Ich würde unheimlich gerne den Marc dabei haben. Ich weiß nicht, ob er noch da ist. Ich denke, ja, vielleicht kriegen wir ihn auch dahin. Wie gesagt, Merkel ist da, Gauck ist da. Ich glaube, auch der amerikanische Botschafter ist da. Fabian ist da. Ja, der hat das Ganze angezettelt überhaupt, wenn ich dann sehe, was so ganz deutschlandweit daraus geworden ist. Überall wird es am 3. Demonstrationen geben, wird es Kundgebungen geben. Eine ganz tolle Sache. Und wie gesagt, wir sind da und ich hoffe, dass viele von euch dann auch da seid. Ansonsten nächste Woche Montag stehen wir wieder hier, jeden Montag ab 18 Uhr. Und wer noch eine kleine Spende dalassen will, egal ob für die Ukraine oder die Runde Kasse ist die für den 3. Oktober, dann seid ihr da auch herzlich noch dazu eingeladen und auch ein riesen Dankeschön, wer dort auch noch etwas spendet. Ansonsten eine schöne Woche, eine friedliche Woche und ich muss sagen, das war mit einer der bewegendsten Mahnwachen, jetzt die 21. Und ich bin jede Woche da, die wir gehabt haben. Und auch wenn vielleicht, mir ging es zumindest so, ab und zu man den Tränen nah war, hat man doch jetzt mal aus erster Hand gehört, was da unten los ist. Und wenn wir nicht wollen, dass es hier zu uns irgendwann auch mal hochkommt, dann wird es Zeit, dass wir alle aufstehen, Querelen sein lassen, Rechthaberei sein lassen und alle aufstehen für den Frieden. Und ich hoffe, dass auch der Letzte das bald begreift, bevor es zu spät ist. Kommt gut nach Hause. Danke.